Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pull-Video auf meinem Kanal. Heute pullen wir auf Sakifuwa. Ich hätte um die 110 Pulls. Wir pullen auf jeden Fall die 20 Pulls zur Pity und dann nochmal 80 zur Pity. Wir sollten dann auch um die 120 Flammengold haben. Und ich bin heute auch guter Dinge, dass wir sie mindestens einmal ziehen. Das heißt, wir hitten zweimal Pity, ziehen sie hoffentlich einmal mindestens, haben dann 120 Flammengold und holen sie noch C1. Falls wir sie zweimal ziehen sollten, können wir auch unser Schwarzgold dafür verwenden, um die Matrix zu holen. Denn wir pullen auf jeden Fall auch nochmal bis zur Pity hier die Matrix und wir hoffen einfach, dass wir sie bekommen. Bei Ruby hatte ich Glück, ich habe in 40 Pulls zwei Matrizen gezogen. Ich hoffe, dass ich bei Sakifuwa mindestens eine ziehe in 40. Ja, das ist der Plan heute. Wir fackeln heute nicht lang rum und ich gehe einfach direkt rein in die Pulls. Zwei Multis sind wir Pity und dann machen wir noch 8 Multis mindestens. Los geht's mit dem ersten Multi. Let's go. Wäre auch zu schön gewesen im ersten Multi direkt eine SSR. Aber wir sind jetzt direkt bei der Pity und wir hoffen, dass wir sie direkt ziehen. Das wäre insane gut. Dann müsste ich mir keine Sorgen machen, ob wir sie C1 bekommen, weil das kriegen wir dann safe. So. Wir gehen auch einzeln durch, weil es könnte auch da drin vor dem 10. Pull eine SSR versteckt sein. So, unser SR schon mal draußen. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, vielleicht noch ein SSR, 8, jetzt letzte Chance. Oh, was ein Bait. Aber okay, 2 SRs und jetzt kriegen wir Sakifuwa. King. King C8, Alter. Falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, ich habe King auch letztes Video gezogen und ich habe King schon C6. Okay. Also wir haben in dem Pull 22 Flammengold bekommen. Oder Schwarzgold, ich weiß nicht, wie das genau heißt. Wir haben einfach schon 33 Flammengold. Okay, wir müssen aber Sakifuwa jetzt einmal ziehen. In den nächsten 80. Sonst haben wir ein Problem. Weil dann kriege ich sie nicht safe C1. Da muss ich weiter pullen. So, gehen wir direkt rein. Skip. Kein SSR. Wieder 3 SRs, aber also das Spiel gönnt mir Flammengold auf jeden Fall. Jetzt muss es mir nur noch Sakifuwa gönnen. Also Multi Nummer 2 nach der Pity. Wieder kein SSR. Dann Multi Nummer 3. So, wieder kein SSR. Nummer 4. SSR 40 auf Pity. Jetzt müssen wir das 50-50 gewinnen, komm schon. Ich brauche nur eine Sakifuwa. Ich will nicht so viel, ich will nicht zwei, mir reicht eine. So, 3, 4, 5, das ist jetzt Pull 35, glaube ich, oder war es 45? Wir haben sie, wir haben Sakifuwa. Das ist sehr gut, das ist auch sehr gut für mich mental, weil das heißt, wir kriegen sie safe C1. Also ich muss nicht aufladen. Ich will nicht mehr aufladen, ich habe genug aufgeladen. Aber nice, direkt Sakifuwa. Pull Nummer 36 war es, Pull Nummer 36. So, wir pullen natürlich trotzdem bis zu Pity, auch wenn wir davor die 120 hier voll bekommen, weil ich will auch die Matrize haben. Also zwei Matrizen haben von ihr. Vielleicht ziehen wir eine und dann kann ich die andere mit Schwarzgold, Flammengold, was auch immer kaufen. Also wir gehen rein. Und falls wir die Matrizen auch Lucky 2 Stück ziehen sollten, kaufe ich mir sie einfach C2 mit der Währung. So. Skip. Pull Nummer 60. Okay, skip. Pull Nummer 70 jetzt. Okay. Also 70 Pulls. Eine Off-Pity Sakifuwa. Davor nochmal 20. Also wir haben 90 Pulls. Wir haben einmal King C7 bekommen. Also 10 Flammengold. Und dann haben wir Sakifuwa Off-Pity bekommen. Wir haben also in 90 Pulls 2 SSR. Und einmal haben wir 50-50 verloren. Und einmal haben wir 50-50 gewonnen. Wir beschweren uns nicht, wir gehen jetzt rein in die Pity und dann gehen wir rein in die Matrizen. Also, jetzt Sakifuwa wäre huge. Also, die Animation lassen wir mal schön durchlaufen. Die SSR-Animation, die sieht man ja nicht so häufig, wenn man kein Veil ist. Also genießen wir sie auch. So, wir zählen natürlich auch mit, wir können auch auf Pity was ziehen. Also, 71, 72, 73, 74. Der SR kommt noch, also nicht baiten lassen. 75, glaube ich. 76, 78, okay, ich glaube, jetzt ist der letzte Try. 79, okay, wir ziehen in der Pity. 80.
79, ich wusste, dass ich mich verzählt habe. 79 und jetzt ist die Pity. Nochmal King. Hä? Das ist so ein Tor, Leute. Ich zieh nur King. Ich zieh nur King. Ich könnt ihr bitte aufhören? Ich habe King noch nie aus dem Shop gekauft, so viel ich weiß. Vielleicht einmal. Aber ich habe jetzt King. Wenn es gehen würde, hätte ich jetzt King C9. Mann, wir haben 134 Flammengold dadurch, dass ich King zweimal gezogen habe. Ihr könnt ihr das letzte Video angucken. Ich habe auch im letzten Video King gezogen, wo wir auf Ruby gepullt haben. Das bringt mir gar nichts, King zu ziehen. Einmal King hätte mir gereicht, dann hätte ich auch genug Flammengold jetzt gehabt. Aber zweimal King bringt mir halt gar nichts. Aber wie kaufen sie jetzt aus dem Shop raus? Haben sie C1. Was auf jeden Fall sehr strong ist. Wenn Frostresonanz aktiviert ist, werden pro 5 eingesetzte Waffenfähigkeiten jeweils die Abliegenzeit aller Waffenfähigkeiten zurückgesetzt. Außerdem wird der Schaden von Flow und Gegenangriff für 25 Sekunden einfach erhöht. Das ist huge. Das ist krass, weil ihre Fähigkeit hat einen Low Cooldown, so viel ich weiß. Ja, ihre Fähigkeit hat 30 Sekunden Cooldown. Tsubasa hat 12 Sekunden Cooldown. Also wir kriegen 2 Tsubasa-Fähigkeiten in der Zeit, wo wir eine Sakifu-Fähigkeit machen. Also haben wir 3 Fähigkeiten in 30 Sekunden. Plus die von Frick haben wir 4 Fähigkeiten. Und wenn wir dann die Frick-Eisfläche nochmal machen, kriegen wir alle Cooldowns geresettet. Also bei der 5. Fähigkeit sozusagen. Also in 30 Sekunden kriegen wir 4 Fähigkeiten getriggert und die 5. daraufhin resettet alle Fähigkeiten und gibt auch noch ihr Damage Increase. So, die level ich jetzt mal. Wir sehen uns gleich, wenn sie Max ist. So, somit sind wir fertig. Damit hätten wir auch Sagifuwa auf Level 150. Ich habe echt viele Waffen auf Level 150. Tsubasa, Frick, Sagifuwa, Zero, Kobalt, King, Poco, Meryl, Ruby und den Rest spiele ich ja nicht. Wen habe ich ja nicht. Ja. Ich frage mich auch, warum ich die ganze Zeit knapp bei Kasse bin, was die Materialien angeht. Aber ist ja obvious, wenn wir so viele Waffen auf 150 haben. So, was ist denn der Simulacra von Sagifuwa? Okay, ja, Sagifuwa Simulacra kommt nicht in Frage. Da bleiben wir bei Frick, denn Sagifuwa Simulacra ist für Tankspieler. Aber eine Sache haben wir vergessen. Wir ziehen noch die Matrizen. 4 Multis gehen wir rein und hoffen, dass wir sie einmal bekommen mindestens. Und dann spare ich ein bisschen was an und dann pullen wir nochmal, bis wir den zweiten rauskaufen können. Oder vielleicht ziehen wir auch nochmal 2. Ich hoffe einfach mal, dass wir überhaupt einziehen. Das ist sehr wichtig gerade, weil die eben, wie gesagt, broken ist, was Frostteams angeht. Wer will, kann es lesen. Aber wenn Frostresonanz aktiv ist, erleiden die Gegner halt die ganze Zeit Damage. Ist halt broken. So, gehen wir rein. Erster Multi. Am besten off-PTS ist erst, dann... Ja, dann wäre es super. Off-PT, erste Multi, direkt SSR. Wir brauchen jetzt unbedingt Sakifuwa. Wenn wir 50-50 verlieren, müssen wir spätestens im PT gewinnen. Und Tsubasa, Mann. Ist sogar gut. Brauche ich, glaube ich, für meinen Tsubasa den Slot. Jetzt gib mir den Rest. Kannst du keinem erzählen. Wir haben sie bekommen. Wir haben sie bekommen. Wir müssen sie nur noch einmal rauskaufen. Oder wir ziehen bis zu Pity. An sich könnten wir bis zu Pity ziehen und hoffen. Oder ich spare mir die Dinger, aber nee. Komm, für Content, wir ziehen einfach. Weil an sich wäre es klüger, wenn ich dann einfach hier ziehe, bis ich 50 habe. Und das hier rauskaufen ist billiger. Aber wir haben ja die Matrizenpuls E. Also ziehen wir. Und vielleicht ziehen wir auch wieder Sagifuwa. Wir haben jetzt Tsubasa und Sagifuwa gezogen in dem ersten Multi. Das ist sehr huge. Wir gehen einfach weiter rein. Multi Nummer 2. Pull 20. Diesmal kein SSR, wäre auch too much. Boah, aber sehr minimalistisch hier. So, letzter Multi vor der Pity. So, auch nix. Und jetzt spätestens in der Pity müssen wir sie jetzt noch einmal ziehen. Dann sind wir done. Wir gehen einfach rein, nicht lang rummachen. Ich will das Video nicht ewig machen. Aber die Animation gucken wir uns trotzdem an. So, oh, schön. SSR, ja, Mann. 1. Also, nicht vergessen, wir können ja immer noch sie auf PT ziehen. 2. Drei. Crow einfach gezogen. Ey, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Es ist natürlich sick. Aber wir haben 50-50 sozusagen verloren. Das ist jetzt Pull Nummer 5. Wir haben 50-50 sozusagen verloren bei Crow. Aber theoretisch erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt bei der Pity unser 50-50 gewinnen. So, das müsste Pull 6 sein. 7. 8.
9 und jetzt Sakifuwa, bitte. Ich guck nicht. Es hört sich nicht wie Sakifuwa an. Es ist nicht Sakifuwa. Also ich glaube, die hören sich alle gleich an, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es Sakifuwa wird. Zero ist nicht mal gut. Crow ist gut, aber ey, was ist denn das? 4 SSRs bekommen in 40 Puls. Das sind durchschnittlich 1 SSR pro Multi. Zumindest bei den Matrizen. Krass. Also wir haben echt krasse Matrizen gezogen. Kann man nicht sagen. Ich glaube, Zero ist shit. Aber der Rest ist strong. Wir haben zumindest einmal Sakifuwa gezogen. Dann machen wir folgendes. Wir pullen hier nochmal, bis wir 50 haben. Im nächsten Video. Vielleicht mache ich ein Video draus. Ich bin mir nicht sicher. Wie ihr wollt. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Ich pull nochmal, bis ich 50 habe. Das Ding ist, es kann ja sein, dass ich auch da drin wieder ein SSR ziehe. Deswegen wäre es smart, ein Video draus zu machen. Und vielleicht könnte ich es auch damit verknüpfen, mit wie ich Sakifuwa spiele, beziehungsweise mein Frost-Team. Dann wäre das nicht so ein 2-Minuten-Video, wo ich einfach nur Puppels mache. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dann gehen wir noch einmal in die Waffen und gucken, was wir alles gezogen haben. Wir haben gezogen Crow-Matrize, Duplikat anscheinend. Ja, sogar unsere dritte Crow-Matrize auf diesem Slot. Das heißt, dass wir die auf Frick auf jeden Fall C1 machen werden. Ist nicht mal bad. Dann haben wir Sakifuwa gezogen. Boah, gucken wir es einfach so rum an. Leider ist es nicht der Slot, dann hätten wir unsere Crit erhöht. Sakifuwa ist aber auf dem Slot nicht gemerkt. Die entwickeln wir, weil ich brauche nicht dreimal die Matrize auf dem Slot. Boostet auch uns ordentlich KK. Gibt uns auch gut Angriff. Aber Frick ist damit ja erledigt. Frick bleibt so. Tsubasa haben wir noch eine Tsubasa-Matrize gezogen. Wo? Hier links oben, okay. Ist nicht gut. Obwohl, doch, ist gut. Das heißt, ich könnte Tsubasa so spielen, was actually sehr gut ist. Und hier oben war Sakifuwa. Ja. Dann spielen wir Sakifuwa. So. Und hier kommt die letzte Sakifuwa-Matrize. Jetzt übergangsweise wird es halt Shiro sein. Aber an sich insane. Dann ist Sakifuwa der Träger für unsere Offhand-Matrizen, weil die funktionieren ja beide Offhand. Unser Main-DPS und unser Sub-DPS, der ordentlich Damage-Increase hat. Zum einen kritte ich ja immer. Das heißt, Crow ist gut, wenn die Gegner weniger als 60% haben. Und zum anderen bin ich ja fast immer 4 Meter entfernt von meinen Gegnern mit Tsubasa. Und weil es wahrscheinlich die einige interessiert, so viel Crit habe ich zurzeit. Weil ich ja gerade erwähnt habe, dass ich meistens kritte. 9000 Crit mit dem Set. Mit dem Set hier, mit 2 Crit-Waffen. Das ist jetzt mein Frost-Team, das ist sick. Das ist mein Feuerteam mit Ruby-Simulacra. Falls ihr mal alle meine Teams sehen wollt und in Action, schreibt es auch in die Kommentare. Ich habe jetzt mein Eis-Team, mein Feuerteam und dann habe ich noch mein Support-Team, das ich jetzt noch nicht ausgerüstet habe gerade. Da habe ich Zero und Coco C6 und dann spiele ich meistens mit Kobalt B als dritte Waffe. Allein wegen der Flammenresonanz mit Zero. Und mit Zero muss ich ja immer wieder angreifen, um die Heal und Schadensorbs zu droppen. Dann mache ich auch ein bisschen mehr Damage. Zum anderen auch wegen dem Shieldbreak, wenn Shieldbreak benötigt ist. Mit C6 Kobalt B machen, was sehr strong ist. Ja, lasst mich wissen, wenn ihr meine Teams in Action sehen wollt, alle drei. Das sind die drei, die ich aktiv spiele. Support spiele ich eben in Raids, wenn wir keinen Support haben. Ist ja auch gerechtfertigt mit C6 Zero und C6 Coco. Wo ich auf Kobalt B gepult habe, habe ich, glaube ich, dreimal Coco Ritter gezogen. Also ja, strong. Ich bin zufrieden. Jetzt muss ich nur noch die Matrizen leveln. Ich glaube, das Video wurde ein bisschen länger als gedacht, aber ich habe euch ja auch meine Sets gezeigt. Ich bin zufrieden mit dem Puls. Einmal Sakifuwa gezogen, einmal rausgekauft, einmal Sakifuwa Matrize gezogen. Zweite kaufen wir uns demnächst raus. Ja. Dann habe ich alles, was ich haben wollte. Und Lin skippe ich, falls ihr es noch nicht wisst. Und je nachdem, was danach kommt, ich werde das meiste auch wieder skippen, weil ich eben nur Eis- und Feuerteam erstmal mir aufbauen möchte. Zukünftig natürlich auch ein paar andere. Vielleicht gehe ich für Lyra, für mein Support-Team. Aber sonst habe ich nicht vor, was anderes zu pullen jetzt. Aber wir gucken, was für Champions oder was für Charakter und Waffen in Zukunft noch kommen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Abonnieren nicht vergessen, falls es euch gefällt. Dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.